Guten Tag bei diesem Blick ins Labor. Dieser Komponententester, den man auf eBay findet, dürfte wohl vielen bekannt sein. Ein ganz nützliches Gerät. Man kann schnell mal einen Transistor testen, schauen, ob es NPN, PNP, man kann FETs messen, MOSFETs, auch Dioden und vor allem Kondensatoren, auch bis in den kleinsten Pikofarad-Bereich, zeigt es relativ vernünftige Werte an. Was auch sehr interessant ist, es gibt eben die Geschichte mit, man kann das mit diesem, auf diesem Board kann man diese Dinge testen. Es hat dann so 1, 2, 3 nummerierte Ports, nicht alle sind für die gleichen Zwecke geeignet. Aber das Wichtigste scheint mir hier, dass man eben auch extern messen kann. Das Gerät hat hier 3 Pins, 1, 2, 3, und die kann man extern anschließen, so man auch Kondensatoren in Circuit messen kann, also direkt auf dem Board. Das geht ganz gut. Und ich werde Ihnen jetzt mal zeigen, wie das geht. Ich habe da mal einen Kondensator eingeschlauft und messen mal die Geschichte aus hier. Das sollte eigentlich ganz gut gehen, jawohl. Man sieht, das ist ein angeschriebenes 330 Mikrofarad, hat ein 1,7% Verlust und ein ESR von 0,11 Ohm. Also noch ein ganz guter Kondensator zum Beispiel. Ich werde kurz dann auch noch andere messen, aber das ist eine ganz gute Geschichte. Ich habe dann so 2 Clips angehängt. Hier, so 2 Clips, die ich dann an diesen Pin 1, 2, 3 angehängt habe. Und so kann ich dann eben auch extern messen oder auf dem Board messen oder wie auch immer. Hier kann man Clips anhängen, man kann irgendwelche Props anhängen oder was man auch immer gerne möchte. Zu empfehlen ist dann, dass man die Kabel twistet, damit da nicht noch zusätzliche Kapazitäten eingeschlauft werden. Ganz gute Geschichte und vielleicht ein paar Kondensatoren. Und was natürlich interessant ist, ich werde Ihnen mal auch einen zeigen, der eben nicht gut ist. Hier noch einmal mein 330er, ja, 0,11. Oben vorhin war es vorhin, jetzt 0,12. Also auch die Wiederholgenauigkeit lässt sich doch ansehen. Jetzt ein Kondensator, der sich nicht mehr geht. Hier noch ein größeres Teil. Es ist angeschrieben mit 2200 Mikrofarad. Verlust noch kleiner, 0,1%. Und dann, ach, noch einmal, Entschuldigung. Ist ein bisschen lästig. Schaltet wieder aus, kann man auch einstellen, damit die Batterie nicht unnütz verbraucht wird. Dann ESR 0,07 Ohm, der ist neu. Das ist ein ganz gutes Exemplar, also mit einem sehr, sehr geringen, äquivalenten, seriellen Widerstand. Hier jetzt eine Messung extern mit einem kleinen Kondensator, einem alten Teil, das ich ausgebaut habe und als nicht mehr tauglich zertifiziert oder identifiziert habe. Wenn ich jetzt teste, so schlecht ist das Ding jetzt auch wieder nicht. Also es geht noch. Es ist ein ESR von, schauen wir mal, ein ESR von 0,4, 0,5 Ohm. Also 470, es wäre ein 470er, ist nicht mehr genau 470. Also ein bisschen weniger Kapazität, aber eigentlich ein ESR von 0,5 Ohm ist noch okay für diese Kapazität, also für diese Farads, die hier angezeigt werden. Ja, zum Abschluss noch ein dicker Elko. Das ist so von einem Netzteil. 2500 Mikrofarad. Und mal schauen, den habe ich jetzt extern angehängt. Man sieht das hier, dass ich da die Kabel jetzt an diesen Pins, diesen 1, 2, 3, also immer Pin 1, 3 ist für ESR, dann verbunden mit Clips an diesen Kondensator. Jetzt schauen wir mal, was uns das so angibt. Mal schauen. Messen, Testing, okay. 3000 Mikrofarad, also ein bisschen viel. Stimmt irgendwas nicht mehr ganz, ist ein altes, uraltes Ding. Und jetzt haben wir eben 3,3% Verlust und irgendwie 2,
6 Ohm. Also dieser Kondensator ist definitiv defekt. So kann man eben auch feststellen, ob so ein Kondensator noch funktioniert oder eben nicht. Man müsste jetzt noch die Frequenz berücksichtigen, die Messfrequenz, die ist auch noch relevant für die Messung des ESR. Und dann ist diese, ja, was soll ich sagen, das ESR je nach Größe des Kondensators natürlich unterschiedlich. Da gibt es Kurven, die müsste man konsultieren, weil bei kleinen Kondensatoren ist das ESR bei gleicher Einspeisung nicht identisch wie bei großen Kondensatoren. Da müsste man noch ein bisschen konsultieren. Aber ich würde mal sagen, für ein OK oder KO eines Kondensators ist diese Hobby-Variante durchaus nützlich. Das Gerät ist für viele Zwecke einsetzbar und kostet nur $10. Also für diese kurzen Checks ist das völlig okay und genügend. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor.